Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alan Wake. Wir müssen immer noch Sarah folgen, um zu Cynthia Weaver zu gelangen. Allerdings brauchen wir vorab erst einmal den Schlüssel für den Helikopter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und wünsche mir viel Glück, dass wir in dieser Folge ohne Unfälle durch die Gegend laufen können, wenn das irgendwie Sinn macht. Wir werden sehen. So. Sie haben das Recht. So aha. So. Jetzt du noch. Okay. Das hätten wir geschafft. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie auch, mein Herr. Okay. So. Was finden wir hier Schönes? Revolvermunition. Und wir haben die Lampe angemacht. Bright Falls Deer Fest. Sehr schön. So. Ist hier noch irgendwas? Vielleicht versteckt? Unter Umständen vielleicht? Nein. Na gut. Daneben nicht. Oh. Na? Wo kommen Sie? Hallo. Wake, hier drüben, hier ist Licht. Ja. Ich komme. Ich habe einen Schlüssel. Geben Sie mir Deckung. Natürlich. Eine Falle. War ja klar. Batterie. Autsch. Arschkrampe. Meine Güte. Oh nö. Na? Au. Na. Oh Gott. So. Meine Güte, das war mal ein harter Brocken. Wir haben keine Munition mehr für die Shotgun. Das ist nicht gut. So, finden wir hier neue? Ja. Gehen wir, Wake. Ja. Ich folge. So, da liegt auch noch eine Leuchtfackel, glaube ich. Jupp. So. Hier ist nichts weiter. Dann gehen wir mal da rein. Okay. Hier hat jemand am Sicherungskasten rumgespielt. Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Natürlich. Ich habe heute schon einen Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Schön, Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Beim Haupteingang. Okay. Okay. So, aber erst einmal lesen wir das Manuskript. Das Dunkel schlägt zurück.
Die Finsternis, die Barbara Jaggers Gesicht trug, war zornig. Die Geschichte in dem Manuskript hatte sie die ganze Zeit gestärkt, doch nun hatte das Licht den Schriftsteller befreit und sie geschwächt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde, doch bis dahin würde es ihm schwerfallen, den Schreiber einzufangen. Na hoffentlich. Na hoffentlich. Ich will das Ganze hier lebend überstehen. Hi. Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Ja. Würde ich gern. Wow. Wir machen so schnell wir können. Denke ich zumindest. Oh, wir können zum Jagdgewehr wechseln. Machen wir mal. Denn dafür haben wir jetzt mehr Munition. Müssen wir nachladen? Nö. Thermosflasche. Okay. So, haben wir hier noch was? Um zur Handlampe zu wechseln. Macht das Sinn? Nee. Die Hochleistungstaschenlampe ist doch eigentlich besser, oder? Blendgranaten. Na, Schlüssel. Okay, Sheriff. Ich hab die Schlüssel. Sheriff? Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Barry, pass auf! Barry, weg! Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Und woher weiß sie das? Die Vorderseite ist blockiert. Los, Wake, gehen wir außen rum. Wir können ihn hinten treffen. Ja. Woher weiß sie denn, dass er es reingeschafft hat? Barry! Barry! Kannst du mich hören? Alles klar da drin? Ja, mir geht's gut. Okay. Keine Sorge, ich finde einen anderen Weg raus und treffe euch beide dann hinten. Bist du sicher? Mir geht's gut. Davon abgesehen gibt's hier eine Menge nützlicher Utensilien. Mhm. Na, denn ist ja gut, dass er überlebt hat. Oh, ich hab das nicht angefasst. Ich war nicht mal in der Nähe. Ja, ja. Wer soll dir das denn glauben, sag mal? Oh! Okidoki. Nachladen hier. Vielen Dank. Und weiter geht's. Wir können durch den Buchladen. Hey, Wheeler sollte hinten auf dem Hof warten. Ruhe, verdammt, oder ich rufe den Sheriff. Oh, hi, Doc. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht. Ja, ja, ich weiß. Ist mir schon klar. Oh, Mann. Ist eine Thermosflasche. Habe ich doch schon von außen gesehen. So, und nu? Die nutzen das wirklich aus, dass sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von ihren Alex Casey-Büchern verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Nee,
Das kann ich verstehen. So, Cynthias Arbeit. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls, markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren. Wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Ah, also hat sie die ganzen Nachrichten zu den Kisten und so weiter überall hingeschrieben. Interessant. So, ist hier oben noch irgendwas? Nein. Schade. Aber ein Versuch war es wert. So, jetzt müssen wir hier lang. Hi. Ich sehe Barry nicht. Wow. Da, Wake. Ist er das vielleicht? Das ist der Weg zum Hubschrauber. Das könnte er gewesen sein. Ah, eine Kiste. Leuchtpistole. Und Munition dafür. Sehr schön. Gut. Dann bin ich ja mal gespannt, was gleich alles so kommt. Können sicherlich nicht einfach mit dem Hubschrauber entfliehen. So einfach wird uns das Dunkel das nicht machen, denke ich mal. So, hier haben wir noch eine weitere Thermosflasche. Okay. Hier wurde schon alles für das Fest vorbereitet. Eine Bühne. Zelte. Aha. Und wir müssen jetzt in die Kirche. Na, das kann ja was werden. Was haben wir da? Blendgranate. Leuchtpistolenmunition. Und wir könnten wieder zur Handlampe wechseln. Aber warum? Hochleistungstaschenlampe klingt irgendwie besser. Vielleicht täusche ich mich da ja auch, aber ich bleib mal bei der. Jagdgewehrmunition, sehr schön. So, hier nochmal eben gucken. Aber da scheint nichts zu sein. Okay. Ja, dann gehen wir mal zur Kirche. Können wir das hier lesen? Ja. Kirchenveranstaltungen Herbst. Sonntagsschule Sonntag. Bibelstunde Montag. Treffen des Strickclubs von Bright Falls jeden zweiten Mittwochabend. Nacht der Kerzen zum Hirschfest 14. September. Hirschfest Morgengottesdienst 15. September. Besuch des Presbyterianerchors aus Watery am 28. September. Jährlicher Wohltätigkeitskuchenbasar am 3. Oktober. Ich hätte jetzt auch gerne ein Stück Kuchen. Aber ich glaube, das wird nichts. Auch wenn ich wirklich gerne einen hätte. Naja, muss man durch, ne? Okay. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Ja. War klar. Was ist mit Pause? Na? Na kommt. Du immer mit deinen Omega-3-Fettsäuren. Bist du bekloppt oder so? Wo zur Hölle ist der hin? Ja. Das ist wieder so ein Flitzer. Wow, mein Gott. Oh, hallo, hallo. Hallo. Oh, oh, shit, 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 shit. Da kam ich gerade mit der Steuerung nicht zurecht. Kann passieren.
So, nochmal bitte. Ich wollte nämlich eigentlich auf die Leuchtpistolenmunition wechseln. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Ja. Nach harter, ehrlicher Arbeit machen wir Pause. Ja, würde ich auch gerne. Aber ihr lasst mich ja nicht. So, jetzt auf die Leuchtpistolenmuni. Omega-3-Fettsäuren sind gut für das Herz. Ja, ich weiß. Ich hab's verstanden. Hallo! Lauf doch mal, Junge, ey! Verschwinde endlich! Also irgendwie funktioniert das Ganze hier nicht so gut. Immer wenn ich wechseln will auf die Blendgranaten, spackt er rum. Und aller guten Dinge sind drei. Ich bin ja begeistert, absolut. Nicht. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Ja, mach. Körperliche Arbeit. Ja, haben wir schon gehört. Ihr wiederholt euch. Mann, ey. So, darf ich jetzt bitte mal auf die Blendgranate wechseln? Oh, Mann. Omega-3-Fettsäuren sind gut für das Herz. Ein bisschen nervig. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Au. Au, lass mich durch. War es das? Ja. Meine Güte. Schwere Geburt. Puh. Okay, ist offen. Na los, Wake. Ja, ich komme gleich. So. Mann. So. Hi. Fokussieren. Wow. Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an. Die ganze Nacht. Wieso? Tja, das ist Tradition. Ich hab nichts gegen Licht, also alles gut. Ah, da liegt eine Seite. Lass mich da hoch. Das Dunkel jagt Wake. Mal wieder ganz was Neues. Damit das Dunkel die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Ja, das durften wir schon mehrfach feststellen. Leider Gottes. So. Wir sind fast da. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar. Der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Das sehe ich ganz genau so. Da kann ich ihm nur beipflichten. Oh, Munition. Okay, wir haben genug. Ich würde sagen, dass wir durch die Gruft, so wie Alan treffend formuliert hat, in der nächsten Folge gehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Tut mir leid wegen den drei Versuchen eben, aber manchmal ist einfach der Wurm drin. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.